Kaiserslautern und Dynamo Dresden hatten zuletzt beide eine kleine Schwächeperiode. Bei Dresden hält sie aber deutlich länger an und Kaiserslautern vorletztes Jahr oder letztes Jahr besser gesagt fast noch abgestiegen. Hier eigentlich nur mit positivem Druck unterwegs, aber sie hatten einen Trainerwechsel. Dirk Schuster sitzt jetzt statt Antwerpen auf der Bank und das hatte es irgendwie in sich. Was für ein Beginn. 5. Minute 1:0 Terence Boyd. Mit mächtig Wut im Bauch. Sie hatten es eigentlich in der Hand, selber direkt aufzusteigen. Sie verpassten es aber. Und so traten sie hier wirklich sauer an. Am letzten Spieltag durften sie ja nicht mal mehr antreten, dadurch, dass sich Türkgücü zurückzog. Also Kaiserslautern machte erstmal den besseren Eindruck. Dann zeigte sich aber auch Dynamo Dresden, das sogar das Duell gegen den direkten Absteiger Aue am letzten Spieltag verlor. Wo Dresden nicht schlechter war, aber eben nach vorne die Kaltschnäuzigkeit vermissen ließ. Tolle Parade hier von Raab. Und kurz vor dem Seitenwechsel nochmal Dynamo. Drechal aus spitzem Winkel. Szene immer noch heiß. Da Ferner zu Will. Da Ferner. Und wieder Raab. Hatte in den letzten Spielen auch hier und da die ein oder andere Sicherheit. Auch wenn der wahrscheinlich vorbeigegangen wäre, ist das was fürs Selbstbewusstsein. Der junge Keeper hat auf jeden Fall mächtig Potenzial. 45 Minuten waren gespielt, es stand 1:0. Kaiserslautern hatte früh die Führung erzielen können durch Terence Boyd. Dresden wurde dann aber stärker. Durchgang Nummer 2. Kaiserslautern viel Platz über die linke Außenbahn. Das darf so nie und nimmer passieren. Und in der Mitte ist Redondo auch mächtig frei. Kann dann aus dem Spitzenwinkel aber nicht optimal abschließen. Auch anspruchsvoll zu nehmen, dieser Ball. Broll mit der Schulter pariert er den. Aber Kaiserslautern weiterhin die bessere Mannschaft. Hercher über die rechte Seite. Auch wieder viel Platz. Beuth zurückgelegt. Redondo zu Zuck. Und was für ein Traumtor. 2:0. Unfassbarer Spielzug. Und dann macht der erfahrene Mittelfeldmann ein wunderbares Tor ins lange Eck, nicht zu halten für Broll. Unglaublich, 2:0 für Kaiserslautern. Von Dresden kam im zweiten Durchgang nichts mehr nach vorne. Kaiserslautern wollte auf das 3:0 stellen, versuchte es mit Terence Boyd. Aber Broll verhindert die Totalkatastrophe. Super gemacht von Boyd, dann auch gut gehalten. Endergebnis 2:0. Super Ausgangslage für den 1. FC Kaiserslautern und Dresden muss sich mächtig steigern, sonst werden sie wohl runtergehen müssen.